Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Hinter dem Nischel in Chemnitz, im südlichen Teil der Parteisäge, gibt es eine Werkschau. Es werden nicht Kapital oder kommunistisches Manifest von Marx gezeigt, sondern Produkte von kreativen Werktätigen. Mit dem Zusatz Made in Sachsen. Die Werkschau ist ein Projekt, was im Ursprung als kleines Satellitprojekt des europäischen Projektes Indozi gedacht war. Und in Kooperation mit dem kreativen Sachsen haben wir zu Beginn einen Open Call ausgerufen und hatten eine massive Beteiligung. Ganz viele Künstler, kreative Unternehmer wollten gern teilhaben an einer Werkschau, wie sie es vor 2 Jahren ungefähr schon einmal gab. Und so haben wir über 300 Bewerber gehabt und letztlich 151 Aussteller ins Boot holen können. Und das kann man heute hier in den Räumen sehen. Ganz besonders sieht man, wie vielfältig kreativ die Sachsen sind. Also wir haben Aussteller aus nahezu allen Teilbereichen der Kultur- und Kreativwirtschaft hier. Und da ist sozusagen aus allen Bereichen was dabei. Produktdesign, Malerei, Grafik, Rundfunkdesign, Animation in mannigfaltigster Form sind die hier vertreten. Viel Kreatives, wenngleich es auch nur eine Auswahl sein konnte. Wir hatten ganz klare Auswahlkriterien, die diesem Auswahlverfahren zugrunde lagen. Das war einerseits Regionalität, denn wir präsentieren hier sozusagen Werkschau Made in Sachsen. Alle Aussteller kommen aus Sachsen. Es war Professionalität, es war uns sehr wichtig, dass die Leute ihren Lebensunterhalt damit verdienen bzw. Wertschöpfungsketten generieren. Es war unter anderem ein weiteres Kriterium der Innovationsgrad. Bei der Organisation der Ausstellung war ein Anliegen, so viel wie möglich zeigen zu können, also wirklich auch nach außen tragen zu können, an die Chemnitzer Bevölkerung, an die Chemnitzer Netzwerke der Kreativen und Unternehmer. Und als wir die Möglichkeit hatten, diese Räumlichkeiten sozusagen zu nutzen, dann haben wir zugeschlagen. Und es ist absolut die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Denn so konnten wir auch Corona ein bisschen Schnäppchen schlagen, indem wir einfach hier zeigen können in den Schaufenstern, welche Aussteller vertreten sind, auch wenn die Ausstellung geschlossen ist, was sie ja zu Beginn leider war. Am 26. März war die Werkschau öffnungsbereit. Seither gab es immer wieder Veränderungen im Schaufenster. Der 23. April, Welttag des Buches. Das ist Anlass, dass wir hier die ganzen sächsischen Verlage ins Schaufenster bringen und hier wirklich die Besucher auch immer wieder vorbeigehen und dann schon gesagt haben, wow, jedes Mal räumt ihr die Schaufenster um. Es gab für Interessierte zum Glück die Möglichkeit, sich auch auf der anderen Seite des Schaufensters zu bewegen. Wir haben jetzt in der zweiten Woche geöffnet und vorher hatten wir eben geschlossen. Also wir haben eröffnet und waren geschlossen. Und auch da ist es so, man wächst ja mit seinen Aufgaben. Wir haben unglaublich viele Formate generieren können, die wir bei regulärer Öffnung vielleicht nicht generiert hätten. Wir sind sehr digital, sehr präsent mit sehr vielen unterschiedlichen Eventformaten. Und wenn es die Möglichkeit gibt, Besucher reinzulassen, dann lassen wir die sehr gern rein. Diese Einladung war am 21. April hinfällig, nachdem der Bundestag ein neues Gesetz, die sogenannte bundeseinheitliche Corona-Notbremse, beschloss. Der Eintritt zur Werkschau war kostenlos, wenngleich so eine Ausstellung Kosten verursacht. Also wir haben ein komplexes Förderprogramm im Hintergrund oder ein Netzwerk aus Fördern. Das ist einerseits der Landesverband der Kultur- und Kreativwirtschaft, dann, wie gesagt, dessen Projekt, das Indozi-Projekt auch ist, das Kreative Sachsen und zahlreiche Förderer, die man hier auf unserer wunderbaren gelben Wand dann im Logo erblicken kann, die dazu beigetragen haben, dass die Werkschau so facettenreich geworden ist, wie sie es jetzt letztlich geworden ist. Dass es diese Schau gibt, hat nichts damit zu tun, dass Chemnitz 2025 Kulturhauptstadt sein wird. Die Planungszeit für die Werkschau ist schon sehr viel länger. Wir freuen uns natürlich parallel über die Entscheidungen, die gefallen sind, dass Chemnitz Kulturhauptstadt ist und unterstützen das natürlich sehr. Aber es hat jetzt direkt nichts miteinander zu tun. Aber wir freuen uns natürlich sehr, dass Synergieeffekte in viele Richtungen entstehen und hoffen da auch in Zukunft auf Zusammenarbeit. Anfang Mai wird die Werkschau an der Chemnitzer Brückenstraße Vergangenheit sein. Die Werkschau war schon immer konzipiert als ein temporäres Projekt, ja, und endet am 2. Mai. Und danach werden alle Aussteller gebeten, wieder ihre Exponate abzuholen. Und wir überlegen, ob es ein Remake gibt in den nächsten Jahren der Werkschau. Und dann hoffentlich wieder unter den Konditionen, dass es ein messeähnlicher Zustand ist und die Aussteller auch ihre Produkte an interessierte Käufer verkaufen können.
Was die Werkschau in Corona-Zeiten anbelangt. Ich als Kuratorin der Werkschau habe sehr viele sehr positive Erfahrungen in Zusammenarbeit mit all den Künstlern und aktiven Kreativen hier gemacht, weil die natürlich alle auch ein Stück zurücktreten mussten von dem, was sie sonst gewohnt sind in der Präsentation ihrer Werke. Also wir haben keinem 1,50 Meter mal 1,50 Meter zur Verfügung stellen können, wie das bei Messeformaten zum Beispiel ist, sondern wir haben sehr viele Telefonate, intensive Gespräche geführt und gesagt, wenn wir das gemeinsam schaffen wollen, dann müsst ihr alle auch ein bisschen Kompromiss eingehen. Wir geben unser Bestmögliches für alle, dieses Passepartout auch zu schaffen, für alle Kunstwerke, aber wir müssen zusammenrücken, das heißt, jeder hat wenig Platz und wir müssen als Summe sozusagen auf uns aufmerksam machen oder auf euch aufmerksam machen, damit ihr sichtbar werdet als Kreative in dieser Zeit, in der alles geschlossen ist. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Willkommen beim AXA-Team in Blaurau. Wir sind immer für Sie da. Ich bin's wieder, eure Nicoletta. Kennt ihr das? Ihr geht zum Zahnarzt zur ganz normalen Untersuchung und er findet ein, zwei Löcher, die ihr wieder zumachen muss und dann sind einfach mal 120 Euro weg. Ich kenne das und ich habe das richtige Produkt für euch, nämlich die AXA Zahnzusatzversicherung. Die federt nämlich solche Kosten ab. Und ich habe noch ein Highlight für euch. Der erste Beitrag, den schenken wir euch und die üblichen 6 Monate Wartezeit fallen weg. Seid ihr interessiert? Dann kommt gerne vorbei, ich berate euch. Bis denne. Im Rahmen des Augustusburger Modellprojektes heißt Schnelltest in Augustusburg, wenn negativ, dann digitaler Zugang zu einer Eintrittskarte, war es seit 6. April auch wieder möglich, das Augustusburger Schloss zu besuchen und dabei ein neues Exponat zu besichtigen. Eine original verpackte MZ-EDZ 250, so wie man die Motorräder üblicherweise exportierte, mit der Verpackung in Form eines Holzgestells. Da es die Originalverpackung ist, wurde somit das Motorrad, das Mitte der 80er Jahre das Produktionsband in Zschopau verließ, noch nie montiert, also auch nicht gefahren. Besitzer hatte diese ETZ schon zahlreiche, zuletzt einen Rostocker Motorradhändler. Im Oktober 2020 wurde das Motorrad nach Augustusburg geholt und anschließend für die Ausstellung aufbereitet. Was die Möglichkeit zum Besuch des Schlosses mit den Ausstellungen angeht, das Augustusburger Öffnungsmodellprojekt wurde für 4 Wochen, heißt bis Ende April, genehmigt. Am 21. April teilte der Bürgermeister Dirk Neubauer allerdings mit, dass das Bundesgesetz das Projekt beendet. Beschlossen hatte man das Gesetz, die sogenannte bundeseinheitliche Corona-Notbremse, am 21. April. Was vorher die Länder mit ihren Allgemeinverfügungen regelten, soll von ganz oben bundeseinheitlich geregelt werden. Was die Regelungen selbst angeht, gibt es für den Bürger nicht wirklich Neues zu verkünden. Außer die Inzidenzzahl 165. Das einzig Frühlingshafte auf dem Johannesplatz in Limbach-Oberfrohna war am kalten und trüben 17. April die Blumenpracht an Verkaufsständen beim eigentlich unverpackt Bauernmarkt. Unverpackt können wir ja momentan leider in dem Maß nicht durchführen, aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmung. Es ist den Kunden nicht erlaubt, eigene Gefäße über den Ladentisch zu reichen. Ansonsten würden wir das sehr gerne machen. In dem Sinne müssen wir jetzt den Verkauf herkömmlich gestalten, nenne ich es mal.
Ja, dieses Unverpackt ist aus Corona-Gründen momentan nicht möglich. Die Corona-Pandemie verhindert noch anderes auf Bauernmärkten wie in Limbach-Oberfrohna. Corona gestaltet sich für uns natürlich auch sehr schwierig. Wir dürfen Händler mit Nicht-Lebensmittelprodukten, also Non-Food, nicht anbieten. Die dürfen am Markt nicht teilnehmen. Gestaltet sich für uns schwierig in der Form, dass der Markt eine gewisse Attraktivität verliert. Je mehr Händler und je mehr Auswahl so ein Markt bieten kann, umso attraktiver ist er natürlich für den Kunde. Ja, in der Hinsicht ist es natürlich schwierig für uns. Aber für wen ist es einfach? Trotz dessen, dass auf traditionelle Bauernmarktprodukte aus dem Nicht-Lebens- oder Genussmittelbereich verzichtet werden musste, gab es für Bauernmarktbesucher ein breites Angebot. Heute haben wir auf dem Markt, ich fange mal an, Gewürze, Kräuter, Pferdefleischer ist da, Gärtnereien sind da, Käse. Ein schöner Imbiss ist da, den haben Sie ja schon gesehen, also da bin ich sehr begeistert. Obst, Gemüse, Honig, Tiroler Spezialitäten. Also alles für den frischen Bedarf, was man so braucht. Alles frische Ware, frische Händler. Vor allem Direktvermarkter aus der Region. Die Fallbuden, was von ihnen selbst produziert wurde. Zum Beispiel Wurstspezialitäten oder auch die unterschiedlichsten Produkte aus Honig und Wachs. Auf ihre Kosten kamen die Hobbygärtner. Denn nicht nur Speise, sondern auch Blumen, Zwiebeln, Setzlinge und dergleichen konnten auf dem Bauernmarkt erworben werden. Veranstaltet wird der Bauernmarkt in Limbach-Oberfrohna seit 2020 von der Deutschen Marktgilde. Der nächste Unverpacktmarkt hier in Limbach ist geplant am 15. Mai. Hoffentlich ist bis dahin der Winter vorbei. Da haben wir genau 7 Euro Platz, bitte. So, da kriegt ihr Fleischverantwortung, Sie sponsort. Ja, danke. 7. Reihe für die Sportwechsel. Und 2x5 für jeden. Na, lasst euch schmecken, schönes Wochenende. Danke. Auch der Tierpark Chemnitz freut sich im Frühjahr über reichlich Nachwuchs in den Gehegen. Schon Mitte März schlüpften 2 Emu-Küken, die vom Vater Heinrich 2 Monate ausgebrütet wurden. Bei den meisten Laufvögeln ist das Brüten Männersache. Fast zur gleichen Zeit erblickte bei den Erzgebirgsziegen der Nachwuchs das Licht der Welt. 5 Böcke und 1 Zicke. Schon Ende Februar begrüßte im Wildgatter Rabenstein die Wildschweinrotte den ersten Frischling. Bis März stieg die Zahl auf 17. Auch bei den Mufflons, dem einzigen Wildschaf Europas, stellte sich Nachwuchs ein. 5 Jungtiere wurden im Wildgatter Rabenstein geboren, das zum Tierpark Chemnitz gehört. Besucher hatten seit 8. April die Möglichkeit, die Neulinge in den Einrichtungen zu entdecken, wenn sie sich für einen Besuch angemeldet hatten. Wie der Internetseite der Stadt Chemnitz zu entnehmen ist, über ein Online-Buchungstool. Ob die Einrichtungen zum Wunschtermin geöffnet sind, hängt davon ab, was die Regelungen in der jeweils gültigen Corona-Allgemeinverfügung zulassen. Wie man auf der Internetseite des Bundesverkehrsministeriums erfahren kann, gibt es Neues zum Thema StVO. Hauptsächlich was den Bußgeldkatalog anbelangt. Verstöße werden teurer. Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen verdoppelt sich die Geldbuße in vielen Fällen. Saftig werden die Buß- und Verwarngelder bei verbotswidrigen Parken oder Halten. Macht man dies zum Beispiel in zweiter Reihe, kostet es fortan 110 Euro. Bei allgemeinem Halte- und Parkverstoß ist nun ein Verwarngeld bis zu 55 Euro möglich. Vorher waren es 15 Euro. Auch bei fehlerhaften Abbiegevorgängen oder bei der Verletzung der Sorgfaltspflicht beim Ein- und Aussteigen muss man nun tiefer in die Geldbörse greifen. Zum Kompletttext der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften kommt man unter anderem über die Internetseite des Bundesverkehrsministeriums. Die Baustelle Kindertagesstätte am Hohen Hain in Limbach-Oberfrohna war am 14. April Treffpunkt für einen Presserundgang. Der Oberbürgermeister Dr. Jesko Vogel, der Bonavita-Chef Dr. Helge Walter und der Bauleiter Jan Linkenheil gaben Auskunft zum Bauprojekt. Eine Sanierung wurde notwendig aufgrund von Brandschutz- und Hygieneproblemen. Und was ganz wichtig ist, wir wollten ja auch die Kapazität erhöhen. Das war also ein wichtiger Punkt. 118 Plätze, jetzt Kita Krippe hatten bisher. Und können jetzt auf mindestens 140 hochgehen.
weil nicht nur saniert, sondern die Kita mittels Anbau vergrößert wird. Na, das war also auch ein wichtiger Punkt für uns, aber in erster Linie natürlich, dass wir diese relativ zentral gelegene Kita in einem zeitgemäßen Zustand versetzen. Das war also der wichtige Punkt. Um das Projekt angehen zu können, mussten die notwendigen Geldmittel beschafft werden. Wir haben dann über den Landkreis Kita Bau die Mittel auch beantragt und dann aber über die Bundesförderung Mittel bekommen, ich glaube 550.000 Euro. 450.000 Euro. Und haben aber insgesamt Kosten, da können Sie ja noch was dazu sagen, die deutlich höher liegen. Haben dann lange überlegt, wie wir es am besten machen. Und haben uns eigentlich dafür entschieden, dass wir hier so einen Drittelmix machen. Die Stadt wird 1,2 Millionen Euro als Zuschuss zahlen, beziehungsweise hat das schon ausgezahlt. Und dann haben wir, wie gesagt, diese Förderung. Und dann bleibt noch ein Restbetrag übrig, der ungefähr bei 1,2 oder 1,3 Millionen Euro liegt. Ne? 1,25, ja. Mhm. Und der wird sozusagen über einen Kredit erstmal finanziert. Und den werden wir aber dann letztlich über die Tilgungen und Zinsen, über die Betriebskosten wieder auf die Stadt umwälzen, sodass wir letztlich das ja kommunal finanzieren und die Eltern ja über die Elternbeiträge nicht belastet werden. Na, das ist noch ein wichtiger Punkt. Die Bonavita, Gesellschaft für soziale Betreuung, ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Limbach-Oberfrohna. Erste Pläne für die Sanierung und Erweiterung der Kita entstanden 2015-16. Herr Dr. Vogel hat es ja schon genannt, es geht hier um die Komplettsanierung des alten